Das Buch Hiob. Kapitel 1. Im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob. Dieser Mann war aufrichtig und vollständig Gott ergeben. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Eselinnen und sehr viele Sklaven. Er hatte das größte Ansehen von allen Männern im Nahen Osten. Seine Söhne pflegten Gastmähler in ihren Häusern zu halten, wenn sie Geburtstag hatten. Dann luden sie auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Immer wenn die Tage des Gastmahls vorbei waren, schickte Hiob hin und ließ seine Kinder heiligen. Dann stand er früh am Morgen auf und brachte Gott für jeden von ihnen ein Brandopfer. Er sagte sich nämlich: Vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So machte es Hiob jedes Mal. Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jahwe einzufinden. Unter ihnen war auch der Satan. Da sagte Jahwe zum Satan: Wo kommst du her? Ich habe die Erde durchstreift, erwiderte der Satan Jahwe, und bin auf ihr hin und her gezogen. Da sagte Jahwe zum Satan: Hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan erwiderte Jahwe: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ihn doch von allen Seiten, sein Haus und alles, was er hat. Du lässt ja all sein Tun gelingen und seine Herden breiten sich im Land aus. Versuch es doch einmal und lass ihn alles verlieren, was er hat. Ob er dir dann nicht ins Gesicht hineinflucht? Da sagte Jahwe zum Satan: Pass auf, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur ihn selbst taste nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart Jahwes. Eines Tages saßen Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Bote zu Hiob und berichtete ihm: Wir pflügten gerade mit den Rindern und die Eselinnen weideten nebenan. Da fielen die Sabäer über uns her und raubten alle Tiere. Alle Knechte haben sie erschlagen. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und berichtete: Ein Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen. Es hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und völlig aufgezehrt. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und berichtete: 3 Horden der Chaldäer haben unsere Kamelherden überfallen und weggetrieben. Alle Knechte haben sie erschlagen. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und berichtete: Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein Sturm von jenseits der Wüste her und packte das Haus an allen 4 Ecken. Es stürzte über den jungen Leuten zusammen und hat sie alle erschlagen. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf, riss sein Gewand ein und schor sich den Kopf. Dann ließ er sich zur Erde sinken und beugte sich nieder. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt gehe ich wieder dahin. Jahwe hat gegeben und er hat es wieder genommen.
Gelobt sei der Name Jahwes. Bei all dem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungebührliches zu.